Was geht ab, liebe Leute in der Außerirdischen? Guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es den zweiten Teil unseres Hockerbaus. Das heißt, ich bastle heute mal wieder ein bisschen weiter an diesem komischen Grundgestell. Und was ich da alles gemacht habe, das zeige ich euch nach dem Intro. So, ich habe mal wieder ein bisschen hier an dem Schrankzeug weitergemacht, wie man sehen kann. Zuallererst habe ich mir jetzt hier ein paar Leisten zugesägt. Die sind in meinem Fall jetzt genau 44,5 cm lang. Da oben seht ihr auch nochmal, da steht die Stichsäge. Ich habe das nämlich hier im Haus tatsächlich gemacht. Und als nächstes folgt jetzt eben hier wieder Anzeichnen, wo ich überall eine Schraube setzen möchte. Und dann wird hier mit einem leichten inneren Versatz diese Leisten auf die Links- und Rechtsträger aufgeschraubt. So soll das nachher aussehen. Auf jeden Fall kommt jetzt hier noch eine Leiste hin und dann an dem Teil auch nochmal hier und hier eine Leiste. Und dann werden eigentlich nur noch die großen Platten gegengeschraubt. Ja, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle, sehen wir gleich. Die hat oben einen kleinen Bund und unten einen kleinen Bund hier. Hier vorne liegt sie bündig an, weil das nachher da oben ist. Das heißt, da liegt einfach nachher der komplette Platte plan auf. Hier unten steht es ein bisschen ab, weil hier nachher noch die Bodenplatte reinkommt. Die sieht man ja dann nachher nicht von außen. Und genau, das mache ich jetzt nochmal als Klick. Nun, sieht so aus, ich habe das Ding einmal als Box fertig. Man kann es jetzt einmal plan hier aufstellen. Hier wackelt jetzt nichts mehr. Da steht jetzt hundertprozentig plan auf dem Boden auf. Allerdings, wie ihr im Griff sehen könnt, ist das Ding falsch rum. Weil hier oben ist eine Nut drin. Ich zeige euch das mal. Hier oben ist jetzt so ein Absatz drin, einmal rundherum laufend, weil ich ja hier noch den Boden habe. Und dieser Boden müsste jetzt, wenn ich alles richtig gemacht habe, einmal hier zwischen reinpassen. So, und wie wir sehen, es passt nicht. Ich habe irgendwo was nicht richtig berechnet oder nicht richtig ausgeschnitten, keine Ahnung. Das muss ich auf jeden Fall irgendwann mal noch anpassen, dass das hier gut reingeht. Und dann kriegt das Ding auch nochmal eine Grundstabilisierung in die andere Richtung, weil momentan so hebt es ja nicht viel. Ja. Das Ding steht ja nachher prinzipiell so rum. Und hier oben drauf soll ja noch eine Platte kommen, aber die Platte oben, die soll nicht eingelassen sein, sondern die soll oben drauf, damit sie sich aufs ganze Ding stützt, wenn man da auch drauf sitzen soll. Und dann möchte ich einfach, dass das Ding sich nicht nur auf die Leisten verteilt, sondern auch auf die Platten, ein bisschen zumindest, damit das ganze Ding einfach eine Grundstabilität kriegt und man da wirklich auf drauf sitzen kann. Aber oben drauf muss eine dickere Platte. Genau, weil ich habe ein bisschen Schiss, dass das dünne Ding sich durchbiegt und dann einfach bricht. Beim Rand ist okay, als Verkleidung ja, und ich finde auch so an sich, das Muster sieht eigentlich ganz gut aus. Das meiste passt auch halbwegs gut zusammen. Also es gibt jetzt nur ein, zwei Stellen, wo es ein bisschen mehr auseinander geht. Hier zum Beispiel habe ich die innere Leiste nicht richtig angeschraubt. Entweder ich drehe die nochmal um und passe die dann nochmal an, dann müsste ich nichts mehr schleifen, oder ich schleife das hier einfach runter, was prinzipiell einfacher wäre, glaube ich. Ja, aber so an sich, so sieht das Ding momentan aus. Und ja, das hat jetzt genau die Breite, die zwischen dem Schrank und dem Bett ranpasst. Und natürlich auch eine Länge, da könnten jetzt theoretisch mal so zwei Leute drauf sitzen, wenn es rauskommt. Oder man nimmt es als Tisch, als Ablage, was auch immer. Wie gesagt, ich bin noch lange nicht fertig. Auch habe ich hier unten ja jetzt ein Eingriffsfach, wo man nachher noch reinkommt. Da steht ja dann da hinten noch das andere Plättchenmaterialzeug rum. Hier hat man Griffe zum Tragen. Und ja, bin gespannt, wie es wird, wenn es weitergeht, aber jetzt muss ich erstmal aufräumen, das Ding noch irgendwann zuschneiden, dass das hier gut innen als Boden reinpasst und auf jeden Fall erstmal putzen, weil das Ding hier sieht aus, das sollte keiner sehen.